Gestern hat es ganz schön gescheppert an den Märkten und auffallend ist, es fällt alles. Es fallen Anleihen, respektive die Renditen der Anleihen steigen, der Kurs also fällt, es fallen die Aktienmärkte, es fallen Kryptowährungen wie Bitcoin, also die Allesblase, die von den Notenbanken geschaffen wurde, da ist ein bisschen Luft rausgelassen worden und die Frage ist, sehen wir heute die Fortsetzung dieses roten Donnerstages durch einen roten Freitag? Das wird jetzt der entscheidende Trigger sein für den weiteren Verlauf der Märkte, denn diese, was die Aktienmärkte betrifft, denn diese sind in einem kritischen Zustand, könnte man sagen. Es geht um maßgebliche Unterstützungen, die jetzt gebrochen werden könnten. Schauen wir uns das Geschehen gestern mal an. Dow Jones ja kürzlich noch auf Allzeithoch, minus 1,75%, noch der beste Index. Nasdaq minus 3,5%, dann aber auch Small Caps deutlich unter Druck, über 3%, die ja zuletzt bzw. seit November so stark gestiegen waren. Der VIX 35% gestiegen. Wir haben jetzt den schlechtesten Tag seit Oktober gesehen. Also da war durchaus was los. Aber es sind eben nicht nur die Aktienmärkte, die gefallen sind. Schauen wir uns mal die Sektoren an. Sehen wir hier alle Sektoren natürlich im Minus. Utilities, Versorger, Healthcare und so weiter, noch die besten. Am schlimmsten hat es Technology, Materials, Consumer Discretionary, auch Energie sogar gefallen. Also das ist jetzt eine Art Panik, kann man sagen, oder ist zumindest Sorge vor zu stark steigender Inflation, vor dann stark steigenden Renditen, die praktisch die Kapitalmarktzinsen, nicht die Leitzinsen erhöhen. Und das ist in einer alles eine Blase, in der alles darauf basiert, dass Geld nichts kostet, natürlich etwas Unschönes, und dementsprechend sehen wir, dass sowieso alle Welt ja in einer Richtung positioniert sind. Alle sind Long Aktien, alle sind, wenn sie investiert sind, Long Bitcoin, alle sind letztendlich immer im selben Boot, und wenn dann ein bisschen Gegenwind kommt, dann droht das Boot ein bisschen zu kentern. Genau das erleben wir jetzt, und die Frage ist, wird diese Panik sich fortsetzen oder schnell beruhigt werden, zum Beispiel durch Eingriffe der Notenbanken. Schauen wir uns hier mal den S&P 500 an. Hier sehen wir, Aufwärtstrendkanal wird gerade getestet, wichtiges Niveau. Gestern mehr als 90% der S&P 500 Aktien im Minus. Das ist der größte Wert seit der 28. Oktober. Also wir sehen, die Marktbreite im negativen Sinne ist durchaus gegeben. Schlimmer, deutlich schlechter sieht jedenfalls der Nasdaq 100 aus. Technologiewerte ohnehin schwach in letzter Zeit, reagieren meistens sehr negativ korreliert auf steigende Renditen. Wenn jetzt eben die Wachstumserwartung da ist, dann gibt es andere Sektoren, die viel mehr Aufholpotenzial haben als eben die Tech-Werte wie Amazon, die ja in der Corona-Krise so stark profitieren konnten. Und wir sehen ein ganz ähnliches Muster hier der S&P 500, by the way, wie im Februar 2020, Corona-Crash. Und es ist ja fast auch auf den Tag genau derselbe Ablauf gewesen. Gut, gestern, vorgestern und vor drei Tagen, da haben wir dann ja auch deutlich im Minus gelegen, um dann deutlich wieder aufzuholen, teilweise ins Plus zu drehen, aber alle schlechten Dinge sind drei, das ist eben gestern dann nicht mehr gelungen, da hatten sich wahrscheinlich einige drauf verlassen. Wir sehen hier ein ganz ähnliches Muster wie im Februar 2020, fast auf denselben Tag, denn 2020 war der Hochpunkt des Marktes am 19. Februar, das war diesmal auch der Fall. Also wir sehen, da ist schon einige Action. Damals sind wir dann direkt durch die Unterstützungstrendlinie gefallen, hier im Februar 2020, und dann ging es nur noch nach unten. Jetzt haben wir nochmal diesen Versuch nach oben gemacht und sind dabei, drunter zu fallen. Jetzt muss Rettung her, meine Damen und Herren, sonst könnte die ganze Geschichte schwierig werden. Aber niemand ist abgesichert. Wir haben ganz, ganz wenige Puts hier am Start nach wie vor und alle sowieso in Call-Spekulationen, vor allem die Retail-Investoren. Und wir sehen, das auslösende Geschehen ist am Bondmarkt, am Anleihemarkt passiert. Gestern in einer Art Flash-Crash sind die Renditen auf 1,60% gestiegen in den USA. 11 Basispunkte, größter Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe seit April letzten Jahres. Und wenn wir uns mal anschauen, ja, was ist denn in Zeiten, wo die Renditen steigen, wo also faktisch dann die Kapitalmarktzinsen, nicht die Leitzinsen steigen, dann ist normal der Dollar der Outperformer. Large gegenüber Small Caps, größere Firmen gegenüber kleineren Firmen etc. etc. Was nicht gut läuft, ist Gold. Vor allem sind aber auch andere Sektoren, aber das vielleicht entscheidend, Financials laufen gut.
oder laufen noch mit am besten. Die hatten gestern allerdings auch einen Rückschlag, nachdem sie aber praktisch jetzt auf dem höchsten Stand seit 2008 hantieren. Jedenfalls das Einzige, was hier nicht wirklich passt, ist, dass der Dollar so schwach ist nach wie vor. Warum ist das so? Große Frage. Ist das schon das Misstrauen, dass da etwas aus dem Ruder läuft in den USA, und hängt damit zusammen, dass die Renditen eben steigen, eine Art Misstrauensvotum gegenüber dem Dollar, der amerikanischen Wirtschaft und der amerikanischen Politik, weil die ja immer mehr Schulden macht, immer mehr Anleihen auf den Markt schmeißt. Dementsprechend steigt das Angebot eben massiv. Schon deswegen könnten die Zinsen eben dafür steigen. Und wir sehen, dass Small Caps ja outperformed haben, und das könnte sich umdrehen. Diese Aufstellung finde ich interessant, aber sie trifft eben jetzt nicht ganz aktuell die Situation. Wir sehen, dass typisch defensive Sektoren, Quality und Growth, also defensive Werte, in solchen Phasen normalerweise besser laufen, während zyklische Werte in solchen Phasen, wo die Renditen ansteigen, schlechter laufen. Und wir sehen, wie eng korreliert ist jetzt der Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe mit dem Abverkauf im S&P 500. Es gab dann diesen Spike nach oben über den Bereich von 1,60% bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, und da ist auch der S&P 500 maßgeblich unter Druck gekommen. Also, wir sehen eine ganz enge Korrelation zwischen Staatsanleihen, deren Kurse fallen, und dem Aktienmarkt, dessen Kurse fallen. Spiegelverkehrt eben, die Rendite steigt. Wir sehen jetzt übrigens rote Zahlen in Asien, deutlich rote Zahlen. Schlechtester Handelstag seit März in der Breite letzten Jahres. Aber die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe wieder ein bisschen runtergekommen. Also das könnte dann vielleicht für ein bisschen Beruhigung sorgen. Jetzt sagt hier Mohammed El-Erian, man darf ja eigentlich nicht vergessen, dass diese Märkte negativ korreliert sind. Normalerweise, wenn Aktienmärkte steigen, dann fallen die Renditen. Mithin steigen also Anleihekurse und Aktienkurse gemeinsam. Die Rendite ist normalerweise negativ korreliert. Aber das ist jetzt eben eine Situation, in der die Märkte in eine Lose-Lose-Situation geraten. Die haben die Notenbanken, nicht die Märkte, die Notenbanken haben diese Allesblase aufgepumpt durch praktisch die Abschaffung des Zinses und die Abschaffung der Kosten für Geld. Jetzt darf aber eins eben nicht passieren, nämlich die Inflation. Selbst wenn jetzt eben die Notenbanken dann eine Kontrolle der Zinskurve, Yield Curve Control, einführen und damit faktisch versuchen, die Anleihemärkte noch weiter zu manipulieren, dann bleiben ja die Inflationserwartungen eben bestehen. Der Markt wird dann wieder versuchen zu testen, so wie derzeit, wie ist euer Nervenkostüm aufgestellt, liebe Notenbanken? Und man sieht, dass die schon reagieren, vor allem in Europa erstaunlicherweise. Die Amerikaner machen noch auf cool. Hier sehen wir die enge Korrelation zwischen US Treasuries und Equities. Also das ist jetzt sozusagen, fallen die Anleihekurse, fallen die Aktienmärkte. Wenn die Anleihekurse fallen, dann steigen die Renditen. Wir haben jetzt eine extreme Situation hier am Markt, und hier sehen wir, dass der auslösende Grund, warum die Renditen so massiv nach oben geschossen sind, dann plötzlich über die Marke von 1,60%, war eine miserable Auktion einer 7-jährigen US-Staatsanleihe. Das ist insgesamt wohl die schlechteste Emission, die man sich jetzt in Erinnerung rufen kann. Wir haben hier interne Daten, die sehr, sehr schwach sind. Vor allem die Indirects waren kaum am Start, deutlich weniger. Das heißt, die Nachfrage der Ausländer hatte deutlich nachgelassen. Und das ist etwas, was hier Jim Bianco als radioaktiv bezeichnet. Also Bonds, Anleihen, die sehen derzeit ein bisschen radioaktiv aus, vergiftet aus. Wir haben hier zum Beispiel Bid-to-Cover-Ratio war 2,04, schlechtester Wert seit 2009. Indirect Bidders 38,1%, schlechtester Wert seit 2013. Und das hat dazu geführt, dass die Märkte so ein bisschen in Panik geraten sind. Und man sich gesagt hat, hey, niemand will diese Anleihen mehr kaufen. Nicht zu diesem Zinssatz, vielleicht dann, wenn er etwas höher ist. Und dementsprechend könnte die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe eben auf 2,0% steigen und damit faktisch den Kapitalmarktzins anheben. Denn zum Beispiel Mortgage Rates sind daran gekoppelt. Also praktisch der gesamte Immobilienmarkt, die Finanzierung, Refinanzierung am Immobilienmarkt ist daran gekoppelt, und vor allem diese steigenden Renditen für Anleihen wie hier die 10-jährige, die jetzt höher rentiert als die Dividendenrendite im S&P 500. Und damit ist ein Alternative. Es gibt eben dann die Infragestellung von Tina.
Genau das ist der entscheidende Punkt. Die Aktienmärkte sind dann nicht mehr konkurrenzlos. Jetzt sehen wir hier, wie Janet Yellen vielleicht unter Druck kommt. Hier ein Artikel, der sagt, ja, also Leute, wir sind in einer Allesblase. Und diese Allesblase wird jetzt ein bisschen in Frage gestellt, eben durch den Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Hier werden Beispiele genannt, dass zum Beispiel in irgendwelchen Emerging Markets sich die Leute praktisch zu demselben Zinssatz Geld leihen können wie die amerikanische Regierung. Naja gut, beide sind ja irgendwie Entwicklungsländersituationen, könnte man sagen, aber es ist eben jetzt so, dass das zur Unzeit kommt. Die Amerikaner machen immer mehr Schulden und der Markt ist möglicherweise nicht bereit, das für diese Renditen, für diese Zinsen zu akzeptieren. Dann entsteht ein Nachfrageproblem. Also die Allesblase basiert eben auf allergünstigstem Geld. Jetzt ist eben die Situation, dass zumindest die Kapitalmarktzinsen steigen und das hinterfragt diese Blase. Und jetzt müssen die Notenbanker eingreifen. Das tun sie. Wieder mal Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Laney. Rise in inflation expectation is good news. Ja, es ist schön, dass die Inflationserwartungen steigen. Das hat sich die EZB ja lange gewünscht, aber das ist so... praktisch der Pakt mit dem Teufel vielleicht, be careful what you wish for, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Man wünschte sich die ganze Zeit Inflation, jetzt wo sie kommt, könnte sie so groß werden, dass sie für die Notenbanken kaum mehr beherrschbar ist. Aber er sagt, es ist problematisch, dass der Marktoptimismus moves ahead of economy, also dass praktisch mehr Optimismus in Sachen Wirtschaftserholung der Fall ist am Markt als in der Wirtschaft selbst, also als die Wirtschaft hergibt. Und natürlich, without a doubt, ECB has more ammo if another shock is coming. Also wir haben natürlich alle Instrumente, wir sind noch allmächtig. Das ist sozusagen der Versuch einer Versicherung. Schaut her, ich bin der Stärkste, wir sind nach wie vor die Stärksten. Das zeigt ja, dass dieses Selbstbewusstsein schon ein bisschen angekratzt ist. Wer sagen muss, wir haben alle Möglichkeiten, hier die Dinge unter Kontrolle zu bringen, der hat möglicherweise die Kontrolle schon ein bisschen verloren. Das ist doch genau der Punkt. Heute wichtige Daten 14:30 PCE, Verbraucherpreise. Hingucker, Januardaten allerdings. Aber das wird wichtig, auch die persönlichen Einkommen und Ausgaben, hier persönliche Einkommen plus 9,5% erwartet. Also da sehen wir, da ist einiges los. Und vielleicht noch abschließend hier Dave Portnoy, mein absoluter Liebling, der sagt, the entire stock market crashing is crashing and you cannot convince me it's not because of the Reddit stocks. Also der sagt, es ist wegen GameStop und so, denn die sind wieder runtergekommen, AMC etc. von ihren kurzen Ausflügen. Ich hatte versucht zu erklären, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass das wieder eine Wiederholung dieser Explosionen gibt in dieser Dimension wie beim letzten Mal. Warum? Weil die Optionen teurer werden einerseits, zweitens, weil das Short Interest der Hedgefonds geringer ist und dann fabulieren manche, ja, aber es gibt nur das Short Interest bei den ETFs und so weiter. Das ist totaler Bullshit, Leute. Das entspricht nicht der Wahrheit und wir sehen hier mal, wie jemand, der aus dem Sportwettenbereich kommt, so daneben liegt in seiner Einschätzung, was da eigentlich am Markt passiert. Das ist eben nicht auffallend in einer Allesblasensituation. Stocks always go up. Da hat selbst ein David Portnoy, der keine Ahnung vom Markt hat, eben dann immer recht. Aber wenn es dann mal schwieriger wird, dann zeigt sich, wer hier ein bisschen Know-how und Expertise hat. Zum Beispiel dieser junge Mann hier, Charlie Munger, 97 Jahre alt, der wieder jetzt zurückgeschossen hat gegen Robin Hood, die ja gesagt haben, Mensch, wir versuchen doch den Handel zu demokratisieren und den Leuten die Möglichkeit des Investierens zu geben. Und er sagte, I hate this luring of people into engaging in speculative orgies, also in spekulative Orgien. Und darum geht es bei GameStop und Co. Robin Hood may call it investing, but that's all Bullshit. Das ist alles Bullshit. Das hat mit Investieren nichts zu tun. Ist leider so, das ist halt Zocken. Okay, kann man machen. Aber es ist eben nichts, was mit Investitionen zu tun hat. Vielleicht kommt jetzt die Zeit, wo wieder diejenigen ein bisschen besser performen, wie ein Warren Buffett, der in einer Allesblase eher schlechter performt, schlichtweg, weil er zu rational ist. Man braucht vielleicht ein Maß an Irrationalität, um in einer Allesblase erfolgreich zu sein. Da schadet manchmal Intellekt. Das könnte der Fall sein. Jedenfalls bin ich gespannt, wie heute die Dinge ausgehen. 14:30 unter anderem bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren, werden Sie informiert. Wir werden Sie über die Marktentwicklungen informieren, über die Entwicklung der 10-jährigen US-Rendite, die der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte derzeit ist. Jetzt wünsche ich einen guten Start in den Freitag und sage Servus und Ciao.